Willkommen zurück zu Pokémon Purpur hier auf dem letzten Löchchen der ganzen Welt hier. Also wirklich, wir sind ja gerade so am allerwertesten der Welt. Ja, und tatsächlich befindet sich hier sogar ein Trainer, deswegen dachte ich, ich nehme euch doch mal mit hier auf diese Reise. Ich kann es nicht finden. Was findest du denn nicht, Senior? Ich habe überall danach gesucht, aber ich kann einfach das Potenzial nicht finden. Wow, das ist ja richtig assi zu seinem Pokémon. Oder was für ein Potenzial meint er? Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch so ein Normifin, also diesen Delfin, gesucht und gefunden und gefangen. Genau, so haben wir ja die letzte Folge beendet. Und jetzt schauen wir mal, was wir so machen können. Ein Pokémon Level 32. Ach du Kacke. Dann ist ja gut, dass ich effektiv bin, weil ich bin knapp 10 Level drunter. Uff. Dann hoffe ich mal, du greifst noch nicht an. Abspaltung klingt sehr nach Angriff. Nee. Okay. Ich meine, wenn du ihn schon mal low bekommst, dann ist das schon mal was, ne? Zerlangriff steigt. Oh je. Und okay, wir haben ihn. Er hat sich anscheinend selber gedamaged dadurch. Ja, I guess. Ich nehme das so, weil damit ist das auch schon fertig. Also eine interessante Taktik. Ja. Luftschnitt. Zeig mal. 75, ja klar, dann tun wir das doch gegen Flügelschlag ersetzen. Mein Gott, die 5%, die gehe ich ein für 15 mehr Damage, why not? Jawohl, wer will noch was Genesung? Achso. Wurden um 50% des maximalen Wertes aufgefüllt. Ui, praktisch. Ja, komm, mach mal doch. Bin ja gespannt, wann der sich mal endlich entwickelt. Ich meine, die Entwicklung würde man auch irgendwo finden, aber ich mag das eigentlich, wenn ich meine Pokémon hochlevel, ne? Dann kriegt man Potenzial auch nicht im Kampf, ja. Okay, soviel dazu. Geosali entwickelt sich, wunderbar, sehr cool. Also ich meine, der bleibt ja eh nicht safe im Team. Aber ja, jetzt erstmal, solange wir nichts anderes finden, ne? Zum Sedisal, okay. Jawohl. In seinem Körper komprimiert er Steinsalz. Hä, jetzt wird es einfach weggemacht. Schade, naja. Pöckersalz oder so. Auf Level 24. Okay, dann haben wir ihn jetzt auf Level 24. Vielleicht auf Level 38 die letzte Entwicklung. Verrückt. 40. So 70. 50. Puh, weiß ich jetzt nicht so. Ja, komm. Du hast keinen Bodentyp, dann brauchst du auch keine Bodenattacke. Weiß ich, irgendwie kombiniert die das so oft, die Entwickler, aber mein Gott, dann hätte die ja halt nur einen Typ gemacht, hä? Und nicht Boden und Steine. Also das verstehe ich manchmal nicht so. So, hier komme ich auf jeden Fall nach oben und das lohnt sich auch. Wow, du für ein Riesen-Pokémon. Ich habe gegen die Vorentwicklung davon haben wir schon gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Das habe ich ja mal gar nicht gesehen. Sieht das cute aus. Aber ich würde dann lieber mal mich verziehen. Ja. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit deinem Blumenfreund, ne? Ich verziehe mich. Sehr schön. So, krass, die schwören hier wirklich überall rum. Muss ich bloß ein bisschen aufpassen. Nee. Ach, guck mal, da ist auch nochmal was. So. Dann sind wir auch jetzt bald durch. Oh, und Gyarados. Nice. Mit diesem. Ja, mit dem Erkunden, ne, würde ich sagen. Und wir stellen uns dann Team Star erneut. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Das arme Carpador. Doch hier ist jetzt nur noch eine TM. Und damit sind wir hiermit jetzt durch. Da kommt man wieder zurück. Ich zeige euch mal kurz, wo das ist. Ah, wobei, das ist so ein Strand. Den würde ich mir jetzt doch gerne nochmal gemeinsam mit euch anschauen. Wir kommen ja durch den Sprint, den wir in der letzten Folge dazu bekommen haben, recht schnell über alles durch. Ja gut, die östliche Zone 1, da waren wir halt in der letzten Folge vorüber weitgehend. Deswegen geht es jetzt auch zu Team Star. Frisch geheilt geht es nun also zu Team Star. Davor bin ich aber jetzt mal gespannt, ich habe so viele Trainer hier schon gekämpft. Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Na, du hast gegen 4 gewonnen, ne? Musst aber gegen 5. Okay, wenn du meinst. So, wir holen uns mal kurz hier die Münze ab. Wieso nicht? Die kann man, denke ich mal, nicht genug haben. Und dann geht's, let's go rein da. Da vorne ist ja schon das Tor, man sieht es schon so ein bisschen. Und auf dem Weg kann ich ja ein bisschen leveln, weil der ist jetzt... Ich weiß nicht, warum der underlevelt ist. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil eigentlich hat der echt... Also ich spiele auch voll viel mit dem und er ist Level 23. Er ist ganz komisch, aber gut. Ist ja jetzt auch wurscht. Ah, und da sind wir auch schon.
Ah ja, klar, er hilft uns wieder. Ach, du bist Nuni. Senior Direktor? Nur, um das mal klarzustellen, gerade bin ich Livo. Oder Leval. Ach so. Das ist der Direktor von der Schule. Man erkennt es ein bisschen vom Gesicht, oder täusche ich mich da jetzt? Okay. Jetzt bin ich mich aber erstmal bei dir bedanken, Noni. Ohne dich hätte ich sicher nicht Teil von Operation Stardust sein können. Warum ist dir das so wichtig? Ich möchte der Sache mit Team Star und den Rätseln, die sie umgehen, auf den Grund gehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn geredet habe und dazu meine zu Nase. Keine Ahnung, deswegen. Sie wollen viele Schüler durch ständiges Mobben dadurch dazu gebracht haben, die Akademie zu verlassen. Mein Gott, ich hasse es. Aber für dieses üblen Gerüchte, die über sie umlauf sind, gibt es keine Beweise. So wie ich das sehe, das größte Problem eher ein anderes. Die Mitglieder von Team Star fehlen schon seit langer Zeit unentschuldigt im Unterricht. Mann, oh Mann, dann sollen sie doch gleich mal die Akademie verlassen. Das ist jetzt auch weird, das ist eine Uni, aber man muss trotzdem hinkommen. Hä? Okay, naja, egal. So. Sie sollen nicht mehr für Unruhe sorgen, ich habe verstanden. Deshalb habe ich Team Star dazu gebeten, sich aufzulösen. Sollten sie sich dann widersetzen, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Akademie zu überweisen. Obviously, ja. Bisher habe ich noch nichts von ihnen gehört und der Zeitpunkt, bis sie seine Entscheidung treffen sollen, rückt immer näher. Und dann habe ich gehört, was du mit Cassiopeia telefoniert hast. Apropos, Cassiopeia hier, kannst du mich hören, Uni? Ah, flüster doch, wir reden Anna mal weiter. Pass gut auf dich auf. Ach so, jetzt verstehe ich, was Flüster gemeint ist. Na gut. Du bist wieder in der Nähe von dem Versteck. Aber wäre da jemand bei dir? Ich bin alleine. Punkt. Okay, jedenfalls wird Team Star jetzt sicher wachsamer sein, wenn du deinen Boss besiegt hast. Die Einnahme der restlichen Verstecke wird daher höchstwahrscheinlich schwieriger. Bleib weiterhin wachsam, ich melde mich. Ja, rein da, würde ich sagen, oder? Aber wir müssen jetzt erstmal normal kämpfen. Da wäre es vielleicht nochmal ganz gut. Ich glaube, wir haben hier sogar mit Feuer. Ja, mit Feuer, ja, dann. Data regelt, würde ich sagen. So, und du definitiv nicht. Du noch. Feuer gegen Feuer, weiß ich jetzt nicht. Ja, wir können ja mal mit denen reden und so. Derweil schaue ich dann mal. Was ist effektiv gegen Feuer? Mal schauen, was uns nach der langen Ladezeit. Effektiv. Typ, effektiv gegen Feuer ist gegen Pflanze, Eis, Käfer, Stahl und ist anfällig gegen Wasser, Boden, Gestein. Ah, okay. Könntest du wieder abzischen? Sonst muss ich dich davonjagen, aus Selbstschutz. Ich kehre nett um. Ganz wie du willst, dann zeige ich dir mal, wie ich meine Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle und. Yo, was hast du denn vor? Team Star. Okay, hatten wir jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Rüpel von Team Star fordert dich heraus. Ich bin gespannt. Zeig, was du drauf hast. Ein Hunduster, okay. Ja, aber wie gesagt, eigentlich sollte ich mit meinem Starter das Gefühl alleine regeln können. Ja, mal schauen. Ah, doch nur ein Pokémon. Ja, dann wird's gut. Viel zu einfach. Aber Level 25, das schreit ja gleich danach, weil ich bin ja auch um die Level 25 Grad. Wie man hier sehen kann. Ja, tatsächlich ziemlich genau sogar. Heißt, wir sollten hier auch gute Chancen haben. Das war meine Selbstverteidigung nicht genug, gut genug. Du sagst das. Ist wohl nicht gut genug gewesen. Boah, du bist irre stark. Moment, bist du nicht der Junge, der schon einmal gegen Team Star was gemacht hast? Yep, so ist das. Okay, cool. Danke für die Info, oder? Das ist extrem schlecht. Ich sollte mal schleunigst zurück zu den anderen gehen. A la vis, hasta la vista. So sagen die es ja, ne? Ja, genau. Gut. Hey Noni. Ich habe gerade für Cassiopeias Bitte hin und versteckter Feuermitglied untersucht. Wo ich schon hier bin, wollte ich mir da deine Hilfe anbieten, aber du scheinst ja nicht zu brauchen. Bonbon. Hä? Bonbon. Narelos, bist du das? Bon. Tatsächlich, aber was machst du denn hier? Ist dein Pokémon? Dieser Knabon hört auf den Namen Knarlos.
Lissabon. Es ist eines der Pokémon, die wir für uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. Ja, ich habe schon eins. Alles gut. Knallhass, warte, warte doch mal. Mein Gott. Ist da Feuermitglieder und ich sollte besser folgen. Naja, rein ins Versteck. Jo, da bin ich auch für. Aber zuerst müssen wir nochmal reden mit Cassiopeia. Du bist also mit dem Rüte fertig geworden. Gut gemacht. Dort da drinnen hält sich der Schädierbande auf, die aus Team Stars Feuermitglieder besteht. Ihr Boss Irsa ist das Ass im Ärmel von Team Star. Sie kümmert sich um alles und löst absolut jedes Problem, wenn es nötig, mit Gewalt. Unsere Kampfansage wird Irsa sicher ziemlich Laune mit verderben. Vermutlich versuchen ihre Handlanger gerade, sich zu beruhigen. Am besten bringst du Haufen Rüpel zügig zur Strecke. Wenn niemand übrig ist, naja, kannst du, siehst du schon, ne? Also läut einfach die Klingel, dann geht's los. Jo, mach mal. Aber wir müssen zuerst die richtigen Pokémon auswählen. Nope, so macht man nicht die richtige Pokémon-Auswahl. Genau, ich bin ja gerade am überlegen, ob wir dann in der südlichen Zone 2 weitermachen oder dann halt hier wieder mal in der Wüste. Keine Ahnung, das sehen wir dann auf jeden Fall nach diesem Versteck, was wir machen. Achso, warte. Sollten wir wirklich vielleicht nochmal ändern. So, Elektro ist wirklich wurscht. Wasser, Boden, Gestein sind die wichtigen. Okay, ja dann würde ich vielleicht... Ja, weil er halt auch einfach viel Leben hat. Und Olivino ist ja, Olivino, jetzt merke ich das erste, das klingt so ein bisschen wie ein Wein auch. Naja, Olivino ist ja auch schlecht gegen die, deswegen sind die drei, denke ich, eine gute Wahl. Wir haben einen Eindringling, der als Pulis Glück gegen eine andere Bande gewonnen hat und jetzt auf uns abgesehen hat. Zeig mir mal, was Team Star wirklich drauf hat, ne? Na, hör mal, du musst diesmal 30 in 10 Minuten besiegen, aber es kriegst ja eh nicht hin. Ja, das wollen wir ja noch sehen, ne? Besiege 30 Pokémon in 10 Minuten. Beim letzten Mal haben wir 2 Minuten gebraucht, also das wird, denke ich mal. So, ihr zwei könnt das wirklich gut machen. Oh Gott, wie läufst du denn? Sedisal oder so. So, dann machen wir hier weiter. Oh nein. Hier. Naja, okay, aber der hat auch gute Chancen. So, die sind alle drei... Achso, ups. Zurückrufen. Dann hier einer hin. Nee, bitte nicht auf mich gehen. Ist mir voll lieb und so. Okay, klar darf ich hier nicht mit dem Legi kämpfen. Wo sind denn wieder Gegner hin? Aber ja, macht Sinn. So. Krass, die sind halt noch nicht mal low geworden. Und ich habe einfach schon fast die Hälfte. Ist ja witzig. So. Ja, du kümmerst dich um die. Da hoch gehe ich jetzt mal nicht. Ja, verrückt, dass ich auch nur gegen die kämpfen muss. Ein Leufeo. So, wo gehst du hin? Die können mir ja gar nichts, ne? Ja, krass. Wie gesagt, ich könnte auch alles Fuendente alleine machen lassen. Ist ja verrückt. Aber auch Panamo. Pamamo. Kriegt irgendwie gar kein Damage. Wow, und ich habe jetzt tatsächlich in einer Minute über 20 Gegner besiegt. Verrückt. Naja, also klar, was Effektivitätslevel ausmacht, ist natürlich einiges, ne? So, und hier sind wir doch schon bei unseren fast letzten Gegnern. So, ah, da hinten ist noch. Ah, da ist sogar mal was Neues. Was bist du denn? Ach, guck mal. Schön, dass es dich hier auch noch gibt. So. Das war jetzt der falsche Gegner. Naja, wir haben es geschafft. Kriegen wir sogar 31 hin. Ja, 31 von 30, habt ihr es gesehen? Sehr cool. Unser Schutz weiß nicht rein. Jetzt muss unser Boss ran. Okay, das wird irgendwie sehr einfach, habe ich das Gefühl. Aber gut, her damit. Ah, okay, die sind alle auf so einem Auto. Gut zu wissen. Mein Gott, das sieht so absolut schädlich aus, dieses Fahrzeug. Und da ist sie. Die fancy, sieht wirklich sehr fancy aus. Irsa, Boss von Team Stars Feuermitgliedern. Alright. Du bist also diese Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind, aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch ein Dreck. Du bist ein Kampf, also kriegst du einen. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier werde ich zeigen, wie man mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Die hatten wir auch schon in dem Gespräch von den 4 Bossen. Die haben sich ja unterhalten nach der ersten Niederlage, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, dann zeig mal, ob du mehr drauf hast, Irsa, als dein anderer. Oh, sie hat einen Plotball, okay. Plotballe wirken ja besonders bei Low-Level-Pokémon, also mal schauen. Ah ja, okay.
Ich denke mal, ich muss mich mal Terra kristallisieren, wenn ich ehrlich bin. Ich werde dein Feuer ausstampfen. Ja, das will ich ja mal sehen, du. Das ist eher andersrum, ne? Ah, blöd. Ja, ich kann mich erinnern. Kann es sein, dass man mit ihm nicht Wasserattacken machen kann? Okay, kann man. Aber krass, wieso hätten wir so viel aus? Der nächste Angriff wird dir deine Siegesträume zur Asche verkohlen lassen. Auf deinen ersten Angriff, hä? Ja, ist okay. Also ich meine, er macht sogar mehr Damage. Ja, das war für all die Rüpel, die du gedemütigt hast. Ist halt doof, weil das eigentlich echt ein starker Angriff ist. Naja, probieren wir es mal mit einer Aquawelle. Oh, nee. Ich muss was anderes probieren, definitiv. Weil es geht ja nicht, dass er mehr Damage macht als ich. So, probieren wir es mit einem Luftschnitt. Der ist halt echt stark auch. 75. Verdammt, das hatte ich irgendwie schon vermutet. Naja, ich halte ja noch einen Angriff. Ah. Okay, ich muss heilen. Bei Fuenente ist mir jetzt wirklich noch so heilig, sag ich mal. Ah ja, guck mal, ich werde genau voll. Wunderbar. Dass ich ihn jetzt schon opfer, das gefällt mir nicht. So, deswegen heilen wir ihn voll. Das ist ja wirklich perfekt. Ja, okay, hä, wenn es bei Flammenrad bleibt, dann von mir aus. So, dann habe ich ja Gott sei Dank noch Fußtritt. Vielleicht ist das ja stärker. Achso, naja, auch nicht. Verdammt, ey, was hatten sie für krasse Pokémon? Das macht ja alles kein Damage. So, aber jetzt kann ich ja nochmal angreifen, ne? Sonnenlicht verliert an Intensität, das ist schon mal gut. Sie hat aber nur zwei Pokémon. Achso, okay. Level 27, ja, ist tatsächlich... Oh, okay, ah. Weiß nicht, er macht halt schon irgendwie doppelt so viel Schaden, ne? Genau. Das ist dieses Klärsmog oder so. Das ist so eine coole Attacke. Die hat ja mein Feuer-Pokémon auch. Ey, was ist denn das? Die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die denn bitte? Oh, wow. Puh. Jetzt will ich jetzt mal kurz sehen, ne? Luftschnitt. 95, ach klar, und dann verfehlt man zwei von dreimal. Ist ja logisch. Naja, ich nehme auch mal einen super... Ach, komm. Soll der Geiz? Dann werde ich nämlich nicht ganz voll, nur 64. So, schmeiße ich mal kurz einen Trank rein. Ich würde es schon gern mit Fuenente fertig schaffen. Jetzt hat es nur 12 Damage gemacht. Ganz cool. Oh nein. Verdammt. Das ist jetzt... Soll ich gleich heilen? Wäre, glaube ich, sinnvoller. Ja. So, die solche Sachen benutze ich echt super selten, ne? Aber, ja, Feuerheiler, genau. So. Was Verbrennung den heilt. Ah, krass, schaut mal, jetzt geht auch gerade die Sonne unter. Merkt ihr das? Dieser orangene Ton, der hier überall ist? Das ist schon ganz cool. So, ja, das Gasmog, das macht ja nicht viel. Da frage ich mich jetzt, ob es bei mir auch aufgehoben werden würde. So, bitte. Gibt's ja nicht. Also bei 95% 2 von 4 mal treffen. Ah, und zurückgeschreckt. Na, das macht jetzt wieder ein bisschen gut. Ja, wir haben... Kurtel. Oder Kurtel. Damit besiegt. Knattertox. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Pah, mit Feuer brennt immer noch lichterloh. Nur mal so zur Info. Boah, das war voll der schöne Reim von mir. Ja, achso, klar. Sie spielt jetzt mit dem. Edirmobil. Genau, jetzt bin ich auch wieder sehr effektiv. Na, gucken wir mal, was ein Aquaschnitt macht. Okay. Da halte ich jetzt, glaube ich, nicht mal noch ab, wohl doch, wenn es mir folgt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Wobei, wir haben noch unser Gestein. Ja. I guess. Initiative steigt. Ich probier's. Oh, das ist eine andere. Ah, okay, die ist ja nochmal schwächer. Ja, gut. Ja, dann. Ne, machen wir das. Wow. Machen wir das mal alles hier kurz ohne Terra-Kristallisierung. Da reicht jetzt auch ein super Trank, definitiv. Ich meine, die muss man ja auch irgendwie loswerden, ne? So, 80 KP hat es mittlerweile schon. Wir haben angefangen mit 22, glaube ich. Das ist echt eine tolle Steigerung. Klar, mittlerweile... Nein! Aber das ist mir jetzt wurscht, weil ich kann mich dann eh gleich meine Pokémon irgendwann... beziehungsweise Fuenente benutzen wir dann einfach nicht mehr, weil jetzt nochmal für eine Verbrennung... Ach, muss nicht. Initiative steigt weiterhin. Mal schauen, ob wir immer noch Erster sind. Nee, jetzt sind wir nicht mehr Erster. Kreideschrei macht ja nichts, ne? Ja, genau. Alright. Dann, was? Wieso hat das jetzt so wenig Schaden gemacht? Hä? Hat vorher viel mehr gemacht.
Keine Ahnung. Vielleicht. Ich probiere nochmal einen Luftschnitt. Ich glaube, der war effektiver tatsächlich sogar. Ah, okay. Jetzt soll es aber ein bisschen langsam mal. Nee, es macht ja auch wenig. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt doch mal. Also wechseln. Und zwar auf dich hier. Ja, guck mal, sehr effektiv. Und die machen auch beide über 50, soweit ich mich richtig erinnere. Also, das passt. Ich mag die Battle-Musik. Ich mag an sich die Team Star Battles. Klar, das mit dem ins Lager reinzukommen, ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Mein Gott, ein G-Typen besiegt und dann 30 Mal gespammt die Taste. Ja, muss halt nicht, ne? Aber ist okay. Aber bitte nicht zurückschrecken, ne? Ja, sehr schön. Okay, die Animation schaut eigentlich ganz anders aus, aber dadurch, dass es so riesig ist, dieses Schneedier, ja, schaut es halt so aus. Das Pokémon schaut eigentlich, by the way, auch ganz anders. Es ist eigentlich nur dieses Graue, was man da in der Mitte sieht, mehr nicht. So, und damit haben wir dieses Auto kaputt gemacht. Und Irsa und Team Star besiegt. Tja, das war wohl nix. Gut gemacht. Aber ich mag das so gern, das Pokémon, aber halt den Gesteinstyp mag ich gar nicht. Uff, ich habe echt versagt. Was war denn das bitte? Ein Jahr und einige Monate zuvor. Uff, was hätte ich versagt? Das war eine echte knappe Kiste, aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Willkommen zurück, Irsita. Ich habe dafür gesorgt, dass einige der Knappen entwickelt haben. Damit dürfte die Energiemangel behoben sein und das Starmobil kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, Nobler Otis. Aha, hinter deinen großen Klappe steckt also doch noch leere Worte. Ach, halt den Rand. Ist das deine Art, Danke zu sagen? Niemand braucht deinen überflüssigen Kommentare, du Nervensäge. Wow, Esra, das war genau das Richtige. Mit dem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich jetzt auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Das liegt auf, da liegst du falsch, Otis. Das Mädchen an der Chemie hat Irsa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Irsa mit der Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führte wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug jetzt, Ryoba. Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herauszuposaunen? Jetzt chillt mal wieder, Leute. Es gibt Wichtigeres zu tun, als uns hier zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star, endlich. Sagt schon, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat eine Tyrannin dazu aufgerufen, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig dafür. Ich brannte so sehr auf dieses Feuer. Und diesen Kampf. Doch jetzt sind meine Flammen erloschen. Das ist dann wohl das Ende. Denn Fuente hat sich echt reingehängt. Respekt. Ach krass, das ist es, die dazu sagt. Du hast mich geschlagen. Hier mein Teamorden und sei gefällig stolz. Ach stimmt, ich bin ja jetzt wieder der Leiter. Team Stars, Feuermitglied, besiegt. Was ist denn das für ein Händedruck? Aber gut, Straße der Sterne. Ach, diese TMs kannst du meinetwegen auch noch haben. Nitroladung. Aber lass mich eins klarstellen, ich gebe dir diesen Orden nicht dir, sondern Fuente, weil sie dich einfach zerstört hat. Und jetzt verschwinde gefälligst. Hey, du bist Irsa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das dich gern sehen würde. Ja, wer bist denn du? Und ein Knaber? Nein, du bist Simon. Knalos. Aber was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Bon. Knallos. Er scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Alchemie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe, weiß ich irgendwie genau, was es denkt. Ich frage mich, was die Knallos vorging, als es sich auf den Weg hierher gemacht hat. Bon. Gutes Pokémon, wirklich. Ich mag das richtig gern. Mir scheint, als wolle Knalos, dass du zurückkommst. Puh, hätte einfach den Mund. Stimmt es, dass Team Star in seinem Verstecken einen Angriff auf der Akademie plant?
Ihr Gericht macht jetzt also die Runde. Dann wird die Akademie jetzt noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch. Und was hast du dann für ein modifiziertes Auto, mit dem du da rumgefahren bist? Ja, 2 von 5 schon besiegt. Easy. Das war ein Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit für einen großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz, naja, kam es irgendwie jetzt erst zum ersten Mal. Ihr habt noch nie davor verwendet. Und was für einen großen Kampf sprichst denn du? Hast du schon mal von Operation Star gehört? Nee, kein Begriff. Ach, ihr wisst alle nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Das war's jetzt? Da kommt jetzt noch voll die Story. Aber da müssen wir wohl warten, bis wir das nächste Versteck zerstören. Schätze ich mal. So, die Türen bleiben uns nun offen hier in Team Star. Noni, Ilse hat dir den Teamorden gegeben und damit bist du der Boss-Status, oder? Boah, ich bin jetzt der Stärkste von allen, weil ich das einzige 2-Lager habe. Verstehe. Ohne ihren Boss ist die Schädie-Bande geliefert. Sehr gut. Ilse, tut mir leid, ich war mal wieder in Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Hier, ich lasse dir mal LPs übers Handy rüberwachsen. Dankeschön, 6000 ist zwar irgendwie wenig, aber wir können jetzt mehr Arten von TMs herstellen. Wunderbar. Dankeschön. Da würde ich sagen, wir cruisen da noch. Ah, gleich durch. Erst Cosima wieder. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Was soll das? Hat er ein Sandwich? Kann das sein? Na, lass das. Hilf mir. Witzig, okay. Und? Gibt's ein Sandwich für unser Pokémon? Fürs Miraidon. Was ist jetzt passiert? Bäh, jetzt klebt überall Sabba an mir. Mal im Ernst, was ist das für ein Pokémon? Ein besonderes. Besonders merkwürdig, was? Verstehe schon. Ach, war es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, bevor ich dich noch vergesse, hier ist deine Belohnung. Pokémon-Materialien. Okay, sehr allgemein, aber gut. Du, Noni, sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Sie sind gar nicht stark, for real jetzt mal. Ich habe sie mit einem Pokémon besiegt, alle. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen würden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann habe ich sie dann dazu getan und Team Star gegründet. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Das weiß ich aber nur, weil ich ihre Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe, ganz klar. Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der 5 Bosse versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, meine Kehle ist ganz trocken. Naja, bis zum nächsten Versteck dann. Ich will einen Rucksack. Das werde ich jedes Mal sagen, wenn ich ihn sehe, weil es einfach so schön ist, dieser Rucksack. Ich würde sagen, wir machen noch so einen kleinen Drive-Thru hier durch das Lager. Oh gut, ja gut, ich sehe schon, hier gibt es nicht viel zu holen. Erneut, dann ab hier hoch, was gibt's denn hier? Ah, da geht's wieder raus. Unser Boss, yep, ich habe ihn besiegt, hehe. Ich weiß nicht, warum ich hier überall längs fahre. Also, ich weiß nicht, hier gibt es irgendwie nie was zu holen. Keine Ahnung, ob sich das mal ändert. Die sind auch schon ready to go. Alright, ja, das finde ich doch super. So, jetzt ist die Frage. Wir sind jetzt in der östlichen Zone 1 angelangt. Und ich drücke erneut die falsche Taste. Ah ja, guck mal. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal uns dieses Abteil hier anschauen. Und, also halt die östliche Zone 2. Und dann auch in die Stadt nach Hermona City oder so. Der ultra fancy aus und ich bin richtig hyped. Da kommen wir auf jeden Fall heute noch hin. Der Weg des Champs. Hermanza oder irgendwie so. Infos. Nee, Infos brauche ich nicht. Ich brauche den Zielort. Super. So, wen haben wir denn? Haben wir denn ganz oben? Ne? Ah ja, ich weiß wen. So, mach das mal. Kümmer dich mal um die. Ja gut, und dann, wie gesagt, geht's jetzt Richtung Stadt. Das ist doch eine gute Idee, würde ich sagen. Und weil das so eine Riesenstadt ist, dann kann ich auch bei unserem Elektro-Pokémon die Entwicklung einleiten, die letzte. Wie gesagt, 1000 Schritte muss man dafür laufen. Mit dem. Das sollten wir dann auf jeden Fall ja hinbekommen, oder? Schätze ich mal. So, da sind noch irgendwelche Ruinen. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite ich sein bleiben sollte.
Guck mal, ich kann, wenn es ein bisschen rumlegt, sowieso da komplett einmal drüber. So, Fluente, mach mal. Oh, du bist ja ultra low. Hä, was denn da passiert? So. Ich weiß nicht, warum ich immer diese Gierspenstmünzen. Da gibt es einfach noch mehr gerade. Okay, krass. Und Bronzel gibt es auch noch. Kommt mir auch sehr bekannt vor, muss ich sagen, das Bronzel. Das hatte ich ja, glaube ich, auch im Team in der 8. Gen. So. Als erstes Mal musst du nach oben. Und. Oh. Die Verbrennung. Die machen wir jetzt gleich mal weg. Ich könnte gerade bei dem Supermarkt, bei dem Markt einfach hingehen, aber mein Gott. Wir haben ja genug Feuerheiler. So. Wunderbar. Alright, dann sind wir soweit jetzt erstmal durch. Und kämpfen erstmal gegen den Vogel hier. Ah, Vogel. Nein, 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 nein. Ah, verdammt, ich wollte noch verhindern. Weil mir dann aufgefallen ist, wie doof das ist. Durch die Schatzsuche fühle ich mich immer wie richtig jung. Das freut mich für dich. So, Hallöchen, Rembert. Der ist Akademieschüler. Ich meine, man ist nie zu alt zum Studieren, aber krass. Der war so falsch mit dem. Wie wär's, wenn wir wechseln? Weil da bin ich effektiv tatsächlich und sogar sehr effektiv bei meinem Elektro. Das wäre eine Idee, denke ich. So. Und ich würde halt gern wirklich die Stadt erreichen. Das wäre so das Ziel. Dann schauen wir uns die der nächsten Folge an. Machen da die Arena und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wow. Wieso habe ich gerade so viel Damage dadurch bekommen? Das geht ja mal gar nicht. Habe ich wirklich mehr... Ja, tatsächlich. Okay, krass. Der ist echt schwach. Kann ich nicht anders sagen. Also, Pamo, das geht auf jeden Fall besser. Wie gesagt, wenn ich ihn entwickle... Haben wir schon mal da die dritte Form, dann können wir den auch irgendwann mal rausnehmen und gegen den anderen Gen 8 Pokémon eintauschen. Donnershock reicht ja leider nicht. Ich muss jetzt nochmal heilen. Ah, ist ja ein Umstand. Ah, muss ich gar nicht. Ja, Chile. Ah, wobei er hat eine höhere Initiative, oder? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Bei Pokémon, oh je. Ah, nee, ich habe eine höhere. Okay, super. Geronimatz wurde damit besiegt, aber er hat ja wie gesagt noch einen zweiten, ne? Schauen wir mal, ob wir wechseln. Ich meine, mir wird es eh nicht. Kamalm, das ist auch ein Flug-Pokémon. So viel dazu. Ja gut, aber da ist Donnerschlag jetzt auch nicht so verkehrt. Ist halt Wasser. Paralysiert? Nope. Uiuiui. Ist mir das jetzt wurscht? Nee, ist mir nicht wurscht. So, aber ich würde tatsächlich dabei bleiben. So, wir machen das jetzt immer fertig mit dem. Ich glaube, der heißt ja gar nicht mehr Pamo. Pamo war doch die erste Version, fällt mir gerade auf. Pamamo, genau. Wie gesagt, die haben irgendwie, das ist mir in den vorherigen Gens nicht so aufgefallen. Aber gefühlt haben die hier sowas, so, keine Ahnung, haben die es so gefühlt, wenn sie die erste Entwicklung einfach einen längeren Namen nochmal so eine Silbe dranhängen. Keine Ahnung. So, noch zwei. Was? Zum Teufel war das denn jetzt? Oh Mann, alles umsonst. Naja. Dann, ja. Achso, oh Gott, was. Ich denke wirklich nicht nach, ne? Aber egal, er hat ja auch noch eine. Ah, was mache ich hier? Ja, Klärsmog. Kalkklinge. Ah, verfehlt. Okay, also auch eine echt starke Attacke. Hier wahrscheinlich nur so 80%. Eieiei, okay. Ich muss wechseln. Ich muss einfach nur. Erneut wechseln. So, wir haben es hier mit einem Wasser-Pokémon zu tun. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt Fuenente. Weil, keine Ahnung, ich weiß sonst nicht, was da jetzt. Nur noch ein bisschen halt durch. Das ist halt wirklich Fuenente. Ja, okay, ich lasse das eine T weg, mein Gott. Ich meine, so viele neun Dinger sind es nur noch, ne? Dann habe ich es eh schon geschafft. Wenn man einen Fuß tritt, ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Eieiei, ist das jetzt auch so? Ja, okay. Das geht ja voll klar. Bei Wasser gegen Wasser. Fuß tritt. Ah, oh, schön. Oh, was? Sehr effektiv. Also das sind immer so diese Lucky-Treffer, wo ich halt mir denke, ja, probieren wir es mal. Und dann ist es tatsächlich meist der richtige Typ. Das ist super. Okay. Dankeschön, lieber Rentner. Nee, warte, du bist ja kein Rentner. Du bist ja Schüler. So.
Ich möchte es eigentlich nicht, aber es bietet sich halt an. Und ich glaube, ich habe hier noch, genau, was vergessen bei der Ruine. Das ist eine schöne kleine Ruine, bloß da gibt es ja keine Erklärung oder sonst was. Aber brauche ich auch eigentlich gar nicht. Gut, jetzt ist die Frage, ja, ich würde da mal hochfahren. Bitte nicht in viele also am besten in null Pokémon reinfahren. Weil du kannst ja mal mitkommen. Oh, der ist ja auch recht low. Warum kann man hier so einen riesen Berg hochfahren? Ah, okay, für nix. Aber ja, da geht diese Wüstenregion los. Die würde ich ja, wie gesagt, noch nicht anschauen. Da gibt es nochmal einen Gegner. Ich will bloß schnell die Ebene hier fertig anschauen. Ah ja, okay. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich wollte doch nicht gegen dich kämpfen. Mein Gott. Aber dann können wir mal uns orientieren. Level 23. Ja, wir sind gut dabei. Wir sind wirklich... Also ich glaube, das war die richtige Entscheidung, jetzt doch in diese Richtung hier zu gehen. Bevor wir in die Wüste gehen. Weil in der Wüste waren die Gegner echt schon relativ stark. So, in den Norden sollte ich wahrscheinlich noch gar nicht gehen. Ach, guck mal, da ist nochmal so ein... Ich weiß nicht, ob man die für irgendwas mal so krass brauchen wird. Boah, das sieht ja ultra geil aus. Ich freue mich da richtig zu kämpfen. Sehr cool. Östliche Zone 2. Da ist das Arena-Gebäude und da hinten sind irgendwie so riesige Hochhäuser. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir leben aber noch. Warum auch immer, wir leben noch. Naja, oh, Slimer, cool, ist sogar neu, genau. Ja gut, dann sind wir jetzt schon fast bei der Stadt. Ich würde gern noch das Team von der Stadt hören, bevor wir die abbrechen. Komm schon, du kommst da hoch. Du kommst da hoch. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Vorhin hat er dein Mikro besiegt. Oh, es kämpft auch immer noch, sehe ich gerade. Naja, von mir aus. Kannst du es gerne machen. Und da ist der Eingang, aber wir haben sie noch nicht... Ah doch, jetzt hat man schon gehört. Für einen Supertrank habe ich das gerade alles gemacht. Serious. So. So, nochmal kämpfen. Jawohl. Und damit sind wir auch an der Stadt angekommen. Ich wollte eigentlich noch den Trainer da oben besiegen, aber dadurch, dass ich jetzt da runtergefallen bin, lassen wir das einfach, ne? Und gehen stattdessen, oh Gott, in die Stadt. Oh, hier gibt es wieder was zu futtern, aber... Wow. Okay, komplett unterschiedliche Musik. Achso, weil hier jetzt die hier losgeht. Aber was wir hier gerade für 2 Sekunden gehört haben, hat mir wirklich richtig gut gefallen. So, und dann freue ich mich auf die dritte Arena, weil vor allem diese Stadt auch anzuschauen. Klar, kann ja nicht so viel in den Städten anschauen, aber was es zu schauen gibt, werden wir dann auf jeden Fall machen. Da hinten auf den Inseln, da waren wir ja auch schon unterwegs hier überall. Genau, dann würde ich sagen, ich habe jetzt gerade noch zwei Gegner gesehen. Also Gegner, Trainer sind es ja. So, an dir, weil du ja direkt vor der Stadt stehst, kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren, was uns in der Arena so erwartet. Menno, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Okay, und deswegen müssen wir jetzt kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Connection ist, aber Angestellter Rufus, ich spiele gerne gegen dich. Ach krass, ist das jetzt das Gegenstück zu diesem Schatzkisten-Pokémon? Keine Ahnung. Aber ich mache einen Fußtritt. Mal schauen, wie effektiv das ist. So. Fußtritt. Ah krass, wir haben heute tatsächlich recht wenig geschafft. Ich hätte gedacht, wir werden viel mehr schaffen. Aber ist voll okay eigentlich. Ah, geht gar nicht down, sehe ich gerade. Folterknecht. Ach du Kacke. Ein armes Fuente. Wird einfach hier geknechtet. Gefoltert. Komm schon. Ach, mit einem Crit wär's das wahrscheinlich. Aber gut, ich werde jetzt auch keine Taktik... Was? Ach so. Ah, was? Warum drücke ich nochmal dasselbe? Ja, mein Gott, dann machen wir halt einen Aquaschnitt. Der wird wahrscheinlich auch genügend. Ja. Hätte ihn vielleicht sogar schneller besiegt, keine Ahnung. So, aber ja, man sieht, wir haben, denke ich, gute Chancen in diesem Ding. Oh, der will was lernen. Was willst du lernen? Fette. Nee. Wenn man schon 40 Mal einsetzen kann und kein Damage macht, dann brauche ich die nicht. Fäh, du bist so fies. 2000, boah, die verdienen ja richtig gut. Oh, und es entwickelt sich. Sehr schön. Hefel haben wir schon so lange im Team. Da freue ich mich. Dass es sich endlich... Ich weiß gar nicht, wie es ausschaut, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so eine Blind Reaction. Ah, okay, ein anderer. Voll cute. Wirklich cute. Leider die letzte Stufe. So ein Backel. Ach, weil es jetzt gebacken wurde. Wie cool. Die Oberfläche seiner Haut erhärtet.
wenn sie zu starker Hitze ausgesetzt wird. Der Körper dieses Pokémon duftet her. Ah, es ist cute, muss man sagen. Aber weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so special irgendwie. Oh, ich dachte schon noch eine Entwicklung, weil sich das so komisch gedreht hat, der Bildschirm. Keine Ahnung. Piranha-Bären kann man hier finden. Okay. Ah, da gibt es auch nochmal eine. Oh Gott. Ich wollte doch einfach nur die Beere haben. So. Wie der Wind. Ah, das ist ein Mann. Ups. Ja gut, aber cool. Da haben wir ein neues Gen 9 Pokémon schon wieder gesehen. Das freut mich. Ich würde so gern auf Reisen gehen, indem ich schnell wieder durch den Wind und durch die Lüfte. Da sind wieder die Dictas in der Paldea-Version. Ding ist, ich weiß nicht, wie ich sie fangen soll. Ich zeige euch gleich warum, weil immer, wenn man in die Nähe kommt... Ah, jetzt habe ich eine schlechte Wahl getroffen. Dann gehen die in die Erde und ich kann sie nicht fangen. Also ganz komisch. Oh, okay, doch keine schlechte Wahl. Verrückt. Also, das ist so eine gute Kombi. Bin richtig begeistert, wirklich. Von meinem Starter. Hat er den Typ Wasserkampf. Und was? Es hat sich gerade umgebracht. Nee, okay, ich dachte schon. Dann noch ein Fußkick hinterher. Ich hätte auch irgendeine Wasserattacke. Oh mein Gott. Ja, und ich wirklich auch in der Gen, die wir jetzt zuletzt gespielt haben, strahlender Diamant, also ich glaube, es war die vierte, da gab es ja Wasserstahl. Ich mag die Typkombination. Auch Wasserfee in der siebten finde ich eine coole. Was willst du? Was ist los? Was ist passiert? Achso, ob ich wechseln soll. Ich habe gehört, hey, was soll ich da jetzt auswählen? Was passiert dann? Oh Mann. Na gut. Da viel. Es ist einfach die Weiterentwicklung wahrscheinlich. Bedeutet, ich sollte auch mit Luftschnitt und Fußkick-Speed dabei sein. Ja, geht besser auf jeden Fall. Gut, aber Stammfall. Ah, ich hätte jetzt das andere ausprobieren sollen. Oh ja, okay, das war jetzt besser. Ja, dann mache ich diesmal einen Fußtritt. Ich meine, er wäre jetzt down mit der anderen Attacke. Ah, oh, okay, ja. Das wäre besser, wenn ich gleich bei der zweiten Fußtritt hätte. Ah gut, ich habe den Wanderer besiegt und jetzt zeige ich euch das noch mit den Dictas. Und dann sind wir auch schon fertig für die heutige... Was willst du? Nitro. Ah, das ist doch, dass man sammelt seine Energie und erhöht dadurch die eigene Initiative. Ja, das ist ganz gut eigentlich. Glut. Ah ja, 50, ne? Ja. Aber wobei... Erstauner, komm. Ah, das wird ja ein Geist. Verdammt, das habe ich jetzt irgendwie verpeilt. Weil ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich kann, weil ich Purpur habe, leider nicht in die Feuer-Psycho-Form wechseln, sondern weil das ist eben in Karmesin. In Purpur wird es ein Feuergeist, aber ist mir auch recht, ganz ehrlich. Da, schaut euch die Dictas an. Wenn ich jetzt in die... Na, guck mal, jetzt hat er schon Angst. Okay, das war jetzt absolut Vorführeffekt. Beim letzten Mal wollte er sich einfach nicht fangen lassen. Vor allem die Weiterentwicklung nicht. Aber gut, ja, dann umso besser. Dann seid ihr mal bei dem neuen Pokémon dabei. Hä, bin ich jetzt lost? Warum kann ich ihn nicht fangen? Pokémon? Kampf? Nein. Beutel. Ja, hier, Bälle. Und zwar möchte ich einen Flottball. So, das sollte ja passen. Okay. Ja, auch ob das gerade so lange gedauert hat. Aber ja, komm schon. Bleib da drin. Ja, sehr schön. Ein Schlickda. Genau, die heißen hier nicht Dicta, sondern Schlickda. Und die haben diese schön weiße Farbe. Werden dann auch so richtig krass rot, wenn man sie weiternickelt. Es erinnert an Dicta, ist jedoch ein völlig anderer Art. Offenbar ist durch die Anpassung an seine Umwelt eine zufällige Ähnlichkeit entstanden. Typ Wasser. Okay. Ja gut, würde ich gerne auch weiterentwickeln. Aber weil die Weiterentwicklung, keine Ahnung, wo man die fangen soll. Also wo schon, und zwar auch am Strand. Aber wie gesagt, keine Ahnung wie. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge von Pokémon Purpur. In der nächsten Folge wird es erneut eine Riesenstadt, wobei so oft gab es noch keine Städte. Und hoffentlich eine weitere Arena. Wir sehen uns dort, habt einen schönen Tag und ciao.